Machtwechsel. Schönen Dank für Ihre Frage. Nachgefragt. Ihre Frage ist absolut nachvollziehbar. Mit Dagmar Rosenfeld. Und Robin Alexander. Der Bundeskanzler hat alle Fragen beantwortet, die ihm nicht gestellt worden sind. Und keine einzige Frage von denen beantwortet, die wir ihm gestellt haben, meine Damen und Herren. Machtwechsel. Nachgefragt. Wenn es einen Himmel gibt, dann ruft dort oben gerade der urgrüne Christian Ströbele, das Hanf ist freigegeben. Dass das ausgerechnet unter einem Gesundheitsminister und Gesundheitsapologetiker wie Karl Lauterbach geschehen ist, der vor gegrilltem Fleisch warnt und selbst ein salzfreies Leben führt, das ist nicht ohne Ironie. Ganz ironiefrei will unser Hörer Florian Gunkel wissen, was es denn mit der Ankündigung der Union auf sich hat, das Cannabis-Gesetz unverzüglich zurücknehmen zu wollen, also das Hanf nicht mehr freizugeben. Geht das so einfach, fragt Florian Kunkel. Kann man als neu gewählte Regierung ein Gesetz der Vorgängerregierung einfach so zurücknehmen und den Stand von, in diesem Fall März 2024, wiederherstellen? Oder braucht die Union im Falle eines Wahlsiegs dafür das übliche, aufwendige Gesetzgebungsverfahren? Und Florian Kunkel möchte auch noch wissen, gab es in der Geschichte der BRD vergleichbare Fälle? Ist nach einem Regierungswechsel die komplette Rücknahme eines Gesetzes ein Novum oder passiert das eigentlich bei jedem Regierungswechsel? Robin. Sehr gute Frage von Herrn Gunkel, die völlig im Zeitgeist liegt, weil der Oppositionsführer Friedrich Merz kündigt immer öfter an, Ampelgesetze zurückzunehmen. Mir fällt spontan ein Cannabis, mir fällt das Bürgergeld ein, mir fällt das Wahlrecht ein. Ich glaube, wenn wir recherchieren würden, würden wir auf noch mehr Fälle treffen. Das Heizgesetz ist auch dabei, das oder? Das Heizgesetz, genau. Ja, genau. Also eigentlich alles, was die Ampel so gemacht hat. So, und kann man das machen? Theoretisch ja, klar. Man kann ein Gesetz novellieren und dann verkehrt es sich in sein Gegenteil. Man kann es streichen, man kann es abschaffen. Alles möglich. Braucht aber immer natürlich das normale Verfahren. Also ein Shortcut, weil schon mal beraten wurde, gibt's nicht. Und ist sehr schwierig in der Realität, weil man ja meist einen Koalitionspartner hat, der in voriger Regierung auch schon dabei war und dann sich selber revidieren müsste. Und ist eigentlich unbundesrepublikanisch, wenn ich das mal so hochtrabend sagen darf, weil die Staatspraxis unserer schönen kleinen Republik sah aus, dass man eigentlich die Entscheidung der Vorgängerregierung akzeptierte und das Mandat vom Wähler eher so als Weichenstellung für das neue Begriff. Also mal ein hochtrabendes Beispiel zu nehmen, Adenauer macht die Westbindung, dann kommt irgendwann die SPD dran und macht die Ostpolitik, aber ohne die Westbindung in Frage zu stellen. Und als dann wieder die Union regiert, wird die Ostpolitik nicht abgewickelt, sondern Franz Josef Strauß sagt, pacta sunt servanda. Und auf dieser Grundlage wird dann weiter nach vorne gearbeitet. Und mit diesem sehr kontinuitätsstiftenden Prinzip ist dann zweimal spektakulär gebrochen worden. Einmal Gerd Schröder, nämlich 1997 hatte Helmut Kohl, der mit der FDP regierte, fast auf dem letzten Meter einen demografischen Faktor in die Rente reingemacht per Gesetz. Das sollte heißen, wenn es mal weniger Beitragszahler gibt, dann steigen die Renten etwas langsamer. Und das hat Rot-Grün 1998 nach Regierungsantritt schlankweg abgeräumt. Allerdings war das schon 2003 Gerd Schröder klar, das ist ein Fehler. Er sagte es auch und führte 2004 das gleiche Ding leicht umbenannt wieder ein. Da hieß es Nachhaltigkeitsfaktor. Der Nachhaltigkeitsfaktor, der also abgeschafft, von Kohl erfunden, von Schröder wieder eingesetzt, wurde dann 2018 von der GroKo wieder ausgesetzt, weil man die sogenannten doppelten Haltelinien erfand. 2022 hat die Ampel ihn aber wieder eingeführt, weil so viele Leute eingewandert waren, dass die Menge der Beitragszahler jetzt zu Rentenerhöhung führte. Und jetzt, 2024, vor zwei Wochen, haben sie ihn wieder stillgelegt, weil nämlich man den Rentnern nicht zumuten will, dass es vielleicht irgendwann runtergeht. Du siehst, da geht es hin und her. Und die Frage, ob das eine gute Idee ist, hat man vielleicht schon gehört. Hast du gehört? Hat Herr Gunkel gehört? Da bin ich eher nicht der Meinung. Frage an Dagmar Rosenfeld. Von Alexander Klingspohn.
Herr Klingspohn möchte wissen, in welchem Gesetz steht eigentlich geschrieben, dass für jeden Bundeswehreinsatz ein Parlamentsbeschluss erforderlich ist? Welche Gesetzesänderungen wären erforderlich, dass so etwas zum Beispiel die Bundesregierung alleine beschließen könnte, um rascher entscheiden zu können? Ja, lieber Herr Klingspohn, das Gesetz heißt Parlamentsbeteiligungsgesetz und dieses Gesetz existiert noch gar nicht so lange. Es ist 2005 in Kraft getreten und wurde also von der rot-grünen Schröder-Regierung auf den Weg gebracht. Und dieses Gesetz behandelt eine Frage, die sich erst nach dem Ende des Kalten Krieges für Deutschland überhaupt gestellt hat, nämlich eine Beteiligung der Bundeswehr an bewaffneten Friedensmissionen. Und von militärischen Auslandseinsätzen war damals Anfang der 90er noch gar nicht die Rede. Die ersten größeren Missionen für deutsche Soldaten, das waren 1991 und 1992 Missionen in Kambodscha und Somalia. Beide waren unter UN-Mandat. Sie erfolgten allerdings ohne vorherige Zustimmung des Bundestags. Und innenpolitisch wurde darüber gestritten, ob das Grundgesetz überhaupt Auslandseinsätze zulässt und welche Rechte der Bundestag dabei hat. Und es waren dann SPD und FDP, die vors Bundesverfassungsgericht nach Karlsruhe gezogen sind. Und das hat dann im Juli 1994 geurteilt, dass sogenannte Out-of-Area-Einsätze verfassungskonform sind. Allerdings nur, wenn der Bundestag vorher zustimmt. Aus diesem Karlsruher Urteil ist dann gängige parlamentarische Praxis geworden, aber erst 11 Jahre später dann eine gesetzliche Regelung. Und was Ihre Frage, lieber Herr Klingspohn, angeht, bezüglich einer rascheren Entscheidung, so wird auch die im Parlamentsbeteiligungsgesetz geregelt, und zwar in Paragraph 5. Dort heißt es, für Einsätze bei Gefahr im Verzug, die keinen Aufschub dulden, und Rettungsmissionen, deren Bekanntwerden das Leben der Betroffenen gefährden würde, da reicht es aus, wenn die Regierung zunächst alle Bundestagsfraktionen vertraulich informiert und sie muss dann aber nachträglich die Zustimmung des Parlaments einholen. Ist ja total interessant, dass wie bei der ersten Frage von Herrn Gunkel die Frage von Herrn Klingspohn jetzt eigentlich eine historische Frage ist, die aber genau in die Aktualität zielt, weil der Bundeskanzler hat ja genau das eingebracht in die Taurus-Debatte, wenn du dich erinnerst, Dagmar. Er hat ja gesagt, oder er hat angedeutet, dass er glaubt, wenn deutsche Soldaten an der Programmierung der Zieldaten nur beteiligt wären, wäre ein Mandat notwendig. Weil er das eben als Auslandseinsatz wertet. Ja, interessant, obwohl die sich gar nicht ins Ausland begeben müssen. Also die könnten ja auch in Deutschland programmieren. Aber Scholz glaubt, es würde bestimmt geklagt, und zwar auf Grundlage der bisherigen Rechtsprechung des Verfassungsgerichts, dass schon, wenn die Gefahr für einen einzigen Soldaten bestünde, sich potenziell an einem Auslandseinsatz zu beteiligen, dann muss schon das ganze Parlament. So. Und das ist eins von den mehreren Scholz-Argumenten, die gegen den Taurus sprechen, dass er das halt dann nicht will, diese Parlamentsbefassung. Robin, du hast gerade den Taurus angesprochen und es ist die perfekte Überleitung zu der Frage unseres Hörers Martin Schmidt. Er hat sich nämlich schon ein paar Mal die Frage gestellt, wie er schreibt, wer die Waffenlieferungen an die Ukraine bezahlt. Sind das Schenkungen der jeweiligen Länder oder gibt es einen Fonds, aus dem bezahlt wird? Und was ist mit den finanziellen Unterstützungen? Sind das Darlehen oder Schenkungen? Eine richtig gute Frage. Ja, also für alle Länder kann ich das nicht beantworten, aber ich weiß es, wie es für Deutschland und die EU funktioniert. Und da kann man sagen, gibt es 4 Möglichkeiten. Also ich fange mal an. A, Waffen werden von der Bundeswehr an die Ukraine direkt abgegeben. Also angefangen von den legendären 5000 Helmen von Christine Lamprecht bis zu den sehr effektiven IRIS-T-Systemen, die die Raketen abschießen, die Putin abgefeuert hat auf ukrainische Wohnblocks und Kraftwerke. Ja. So, also das Gerät geht von der Bundeswehr an die ukrainische Armee und kostet nichts. Ja. Das wird einfach abgegeben, fertig. So. B, Ukraine will etwas von einem Unternehmen, einem deutschen Unternehmen, also zum Beispiel die Leopard 1 Panzer von Rheinmetall, über die so lange gestritten wurde. Ja. Und dazu hat der Kanzler was gesagt am 19. April 2022, nämlich Zitat, wir stellen das für den Kauf notwendige Geld zur Verfügung. Wir meint natürlich in dem Fall Deutschland. Und das ist am Anfang gemacht worden
über etwas, das hat den Fachbegriff Ertüchtigungshilfe. Gibt's schon seit ein paar Jahren im Bundeshaushalt, Einzelplan 60, wer sich dafür im Detail interessiert. Und damit wurden bisher so Dinge gemacht wie Radfahrzeuge für Moldau oder so eine Werkhalle im Libanon, die da mal abgebrannt war, oder auch Nachtsichtgeräte in Benin. Also wenn man sozusagen in Ländern, wo man Interesse hat, dass die Stabilität gewahrt bleibt, da konnte man dann auch ein bisschen Infrastruktur hinstellen, aber alles in einem bescheidenen Maßstab. Und darüber ist am Anfang auch Hilfe für die Ukraine abgewickelt worden. Jetzt gibt es aber die dritte Möglichkeit. Das ist die European Peace Facility. Und das funktioniert so, das ist bei der EU in Brüssel angesiedelt, ist aber nicht aus dem normalen EU-Haushalt. Also ein Extratopf, in den alle EU-Länder und Norwegen auch noch einzahlen, gemäß ihres Bruttonationalproduktes. Ja? So. Und daraus soll dann bezahlt werden, was man an die Ukraine abgibt. Es gab aber einen riesen Ärger darum, der auch wieder mit Deutschland zu tun hat, weil Bundeskanzler Scholz nämlich sagte, ich gebe so viel bilateral ab, dass ich das aus diesem Fonds erstattet bekommen möchte. Und der Streit darüber wurde erst in dieser Woche aufgelöst. Also die haben sich so lange gestritten und jetzt haben sie den Deal gemacht, dass Scholz die Rechnung einreichen darf zu 43%. Du siehst mich mit einem Fragezeichen im Gesicht. Warum ausgerechnet 43%? Wie ist diese Zahl zustande gekommen? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Die Erfahrung lehrt, dass es dann irgendwann auch in der EU in so ein Gefeilsche übergeht. Wobei ich jetzt das gar nicht so pejorativ klingen lassen möchte, wie es vielleicht geklungen hat, weil man muss sich ja irgendwie einigen. Bedeutet aber halt, dass wenn das Ding irgendwann mal läuft, bevor dann neue Waffen bezahlt werden, Deutschland und andere Länder erstmal ihre ganzen Rechnungen einreichen können, ne? Gab ein zweites Land, das eine sehr spezielle Idee hatte, nämlich, dass aus dieser European Peace Facility nur Waffen bezahlt werden dürfen, die auch in der EU hergestellt werden. Das war die Idee von Frankreich. Damit sind wir in Frankreich. Oui. Genau, auch ehrlich gesagt eine blöde Idee, weil bestimmte Waffen oder bestimmte Munition eben halt nicht ausreichend vorhanden war. Und da hat der Kanzler etwas patzig, aber ich finde in der Sache richtig gesagt, es geht hier nicht um Wirtschaftsförderung. Und das konnte jetzt am Donnerstag und Freitag dieser Woche in Brüssel abgeräumt werden. Es gibt aber noch einen Pferdefuß und der Pferdefuß heißt Viktor Orban. Der verhindert nämlich bis jetzt, dass überhaupt irgendwas aus dieser European Peace Facility ausgezahlt wird. Und den müssen die anderen noch weich kochen, bevor da überhaupt was passieren kann. So. Letzter Punkt für die Anfangsfrage von Martin Schmidt mit dem Finanzieren. Dann gab es ja noch die Möglichkeit des Ringtausches. Ne? Man erinnert sich, ein Land wie Slowenien gab sowjetische Panzer T-72 an die Ukraine und bekam dafür Marder, also westliche Spürpanzer aus Deutschland. Ja? Da ist meines Wissens nach in diesem Fall gar kein Geld geflossen, weil das eben ein Tausch war. Dagmar, eine Frage von Julia Saalmann. Glauben Sie, dass nach den aktuellen Entwicklungen in der deutschen Parteienlandschaft Zweierbündnisse überhaupt noch eine Mehrheit finden werden? FDP und Union tun auf Bundesebene aktuell so, als wären sie natürliche Partner in der nächsten Regierung. Aber wie wahrscheinlich sind solche Mehrheiten zukünftig eigentlich noch? Und was bedeutet das für das ganz praktische Regieren? Also was es für das ganz praktische Regieren bedeutet, wenn es keine Zweierkoalition mehr gibt, das erleben wir gerade bei der Ampel. Es ist wahnsinnig kompliziert und endet in der Blockade. Mal ist es die FDP, die ein Heizgesetz blockiert. Jetzt sind es gerade die Grünen, die das Gesetz für eine Bezahlkarte für Asylbewerber blockieren. Und wenn man dann einen Kanzler hat, der vor allem zuschaut, dann wird es schwierig. Was die Wahrnehmung angeht, dass CDU und FDP gerade so tun, als seien sie natürliche Koalitionspartner, ich sehe es so, dass es vor allem die FDP gerade versucht, klarzumachen, dass sie an die Seite der Union gehört, wohingegen sich die Union eher offen lässt, wer denn ihr künftiger Partner sein soll. Sie macht ja auch Avancen an die Grünen. Aber ich glaube grundsätzlich, dass es mit klassischen Zweierkonstellationen eines politischen Lagers, also Schwarz-Gelb oder Rot-Grün, vorbei ist, weil es einfach von der Prozentzahl nicht mehr reicht. Eine Zweierkonstellation wäre möglich, Dagmar. Weißt Jawohl, du welche? Ich wollte sie gerade sagen. Es ist die berühmte Große Koalition, lieber Robin. Die geht immer. Falsch. Ich finde,
du kommst jetzt gleich auf Schwarz-Grün, aber ich möchte noch über die Große Koalition reden, weil das ist ja auch eine Zweierkonstellation, die uns einige Jahre in der Vergangenheit ja auch regiert hat. Da finde ich allerdings, dass der Name Große Koalition nicht mehr ganz so passend ist. Wenn man auf die Umfragewerte der SPD mal schaut, würde ich eher künftig von einer nicht mehr ganz so großen Koalition sprechen. Und in Hessen erleben wir ja gerade, wie die möglich ist. Wenn ich auf die Umfragen gucke, die ich mir hier gerade, während du das so schön erklärt hast, aufgerufen habe auf meinem Second Screen, dann gibt es für die klassische GroKo bei den meisten Instituten keine Mehrheit mehr. Aber eine andere Mehrheit gäbe es rechnerisch. Union und AfD. Aber Robin, zwischen dieser Koalition steht doch eine Brandmauer. Ja, ich sagte ja auch rechnerisch. Wir haben ja auch in unserem großen Podcast Machtwechsel gerade darüber gesprochen, wie bröselig diese Brandmauer doch manchmal sein kann. Wir haben über die Vorgänge im Stadtrat in Dresden geredet, wo ja die AfD einen Antrag für die Einführung einer Bezahlkarte für Asylbewerber vorgelegt hat und den durchbekommen hat mit den Stimmen der CDU, der FDP und der Freien Wähler. Wenn so etwas noch öfter passiert, dann Robin. Im Moment wird ja ein Modus gesucht, damit umzugehen. Und man fragt sich ja, ob nach den ostdeutschen Landtagswahlen die Verhältnisse zu tanzen beginnen. Ja? Also bisher hält ja die Brandmauer erstaunlich gut. Also Friedrich Merz kann seinen Text halten. Und wenn damit gegen auf lokaler Ebene verstoßen wird, dann ruft er die Leute an und schimpft. Und dann kommen die Leute, wie jetzt im Dresdner Fall, raus und erklären das und wirken ziemlich kleinlaut. Ja. Die Frage ist halt, ob irgendwann in der ostdeutschen Provinz oder woanders sich ein politischer Wille bildet, der sagt, wir wollen das nicht mehr. Und Berlin kann sich gehackt legen. Ja? So, und dann hätte Friedrich Merz ein Problem. Und ehrlich gesagt, vielleicht nicht nur er, sondern noch ein paar mehr Leute. Robin, das Schöne ist, zwischen uns passt kein Ziegelstein. Das heißt, wir müssen gar keine Brandmauern errichten. Aber wir werden über die bestimmt noch das ein oder andere Mal reden. Und bis dahin, lieber Robin, hast du wie immer das letzte Wort. Auf Wiederhören.